Hallo zusammen! In dem Video zeige ich euch, wie ihr dieses angepasste In-Ear-System komplett selber bauen könnt. Ich zeige euch wirklich alles sehr, sehr detailliert. Also was ihr beachten müsst, wenn ihr den Ohrabdruck zurechtschneidet, wie ihr die Negativform erstellt, welche Materialien ihr benötigt und so weiter. Ich hatte dabei große Hilfe von dem Besitzer des Webshops macear.de. Er hat mir viele Tipps gegeben zum Bau der In-Ears und hat mir das Material gesponsert, das ihr alle auf der Webseite macear.de finden könnt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Der äußere Teil des Abdruckes, also da, wo mein Daumen drauf liegt, kann weggeschnitten werden. Für den Abdruck braucht ihr vor allem nur den inneren Teil. Bevor ihr das macht, schneidet ihr erstmal am Gehörgang. Wenn ihr den anschaut, habt ihr einen ersten Knick und einen zweiten Knick. Wenn ihr dem ersten Knick folgt, parallel in den Gehörgang rein, dann müsst ihr 90 Grad zu diesem Winkel abschneiden. Damit ich es leichter schneiden kann, habe ich es einfach umgedreht. Also Gehörgang checken, 90 Grad und abschneiden. Wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr die Fäden raus. Danach schneidet ihr alle Ränder ab, die überstehen, wenn man sich die Windung so von oben anschaut. Dann gibt es noch diesen Zipfel am Ende der Windung, der kann auch weg. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel wegschneidet. Danach muss die Kante am Tragus weggeschnitten werden. Und zwar so, dass gerade am Ende der Ausbuchtung noch ein Stückchen stehen bleibt. Hier schön gerade runterschneiden. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr noch ein Stückchen von der Höhe wegnehmen. Und da schneidet ihr gerade unterhalb von der Kante ein bisschen was weg. Ich habe beim ersten Mal auch zu viel von der Höhe weggeschnitten, deswegen war ich dieses Mal echt vorsichtig und habe darauf geachtet, dass immer noch so ein kleines Stückchen von der Kante am Tragus stehen bleibt. Viele Akustiker drücken gerne den Abdruck mit einer Folie platt. Und wenn ihr dann zu viel wegschneidet, wird der Abdruck viel zu flach. Ihr könnt zwischendurch den Abdruck auch mal ins Ohr stecken und schauen, dass ihr an dieser Stelle genug Platz habt. Da muss nämlich nachher das Kabel rein. Damit das Ganze angenehm im Ohr sitzt, müsst ihr mit der Fräse alle scharfen Kanten abfräsen. Also überall da, wo ihr mit dem Messer was weggeschnitten habt. Fräst wirklich nur die Kanten. Auf keinen Fall solltet ihr in diesem Bereich fräsen. Ungefähr so sieht dann die fertige Form aus. Manchmal können Risse in der Form entstehen. Die könnt ihr einfach mit Wachs ein bisschen ausbessern. Als nächstes müsst ihr den Abdruck in Paraffinwachs tauchen. Steckt dazu einfach eine Büroklammer oben in den Gehörgang rein, dann schmelzt ihr das Wachs und lasst es auf 70 Grad abkühlen. Wichtig ist, dass ihr die Temperatur ganz genau einhaltet. Den Abdruck solltet ihr auf keinen Fall mit irgendeinem Mittel reinigen, sonst bleibt das Wachs nicht dran hängen beim Eintauchen. Ich tauche die Form wirklich nur kurz in das Wachs rein, also maximal 1-2 Sekunden, kurz schwenken und danach gut ausschütteln, damit keine Tropfen hängen bleiben. Und wenn ihr wollt, dass das Ganze schön stramm im Ohr sitzt, könnt ihr das Ganze nochmal ein zweites Mal oder sogar ein drittes Mal wiederholen. Kann halt sein, dass es dem einen oder anderen dann zu eng im Ohr sitzt. Durch die Büroklammer bleiben meistens so kleine Zipfelchen oben stehen, die könnt ihr vorsichtig mit einem Cuttermesser abschneiden. Den Abdruck klebt ihr mit einem kleinen Wachstropfen auf dem Tellerchen von der Manschettenform fest. Schmelzt das Agar-Agar, ich habe es jetzt hier im Wasserbad gemacht, gibt weniger Bläschen, und lasst es auf 45 Grad abkühlen. Messt das Agar-Agar unbedingt an der Oberfläche, da ist es nämlich am heißesten. Haltet die Temperatur genau ein. Ein paar Grad Unterschied und euch gelingt die Form nicht.
Wenn die Temperatur erreicht ist, könnt ihr das Agar-Agar in den Zylinder füllen. Lasst euch hier wirklich Zeit, macht das langsam, seid geduldig. Wenn ihr das nämlich zu schnell macht, ist alles voller Bläschen. Nach 2 Stunden Trockenzeit ist das Agar-Agar fest und ihr könnt die Silikonform herauslösen. Dreht dazu das ganze Ding um und nehmt den Deckel ab. Lasst das Ganze unbedingt in den Plastikzylinder drin. Wenn ihr nämlich die Silikonform gleich da rausholt, reißt euch sonst das Agar-Agar und die komplette Negativform ist kaputt. Spannt das Ganze in den kleinen Teller ein, damit die Negativform sich nicht verzieht, und löst dann mit dem Messer ganz vorsichtig das Agar-Agar von oben weg. Wirklich nur da, wo die Silikonform sitzt, und passt auf, dass ihr nichts beschädigt. Zum Heraushebeln der Form habe ich jetzt so ein Zahnarztwerkzeug genommen. Kann man bestimmt auch anders machen. Seid dabei geduldig, lasst euch Zeit und seid wirklich vorsichtig. Danach spült ihr die Wachsreste noch im Wasserbad aus. Auch hier ist es wichtig, dass ihr nicht mit scharfkantigen Dingen in die Form geht und nichts beschädigt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, hat die Negativform keine Kratzer und ihr könnt weitermachen. Wenn die Negativform aber irgendwelche Beschädigungen hat, Kratzer oder eine Delle, dann fangt lieber nochmal von vorne an. Ich habe mit 2 verschiedenen Materialien gearbeitet. Das eine ist das lichthärtende Acryl von der Firma Pro 3 Dur. Das sind vor allem farbige Acryle, also wenn ihr farbige Schalen haben wollt. Der Vorteil ist dabei, dass sich das Material sehr leicht verarbeiten lässt und die Schalen euch schneller gelingen, weil es eben nicht so viel UV-Licht durchlässt. Ich wollte aber transparente Schalen haben, deswegen habe ich transparentes Acryl genommen von der Firma Drewe. Hier braucht ihr aber deutlich mehr Versuche, bis euch die Schalen gelingen, weil die Schalen je nach Größe des Ohrs unterschiedlich lang ins Licht gerät müssen. In die Negativform gieße ich jetzt mein Acryl rein, dann kommt der Deckel oben drauf und dann kommt das ganze Ding ins Lichtgerät. Jetzt könnt ihr entweder alle 90 Sekunden das Teil um 90 Grad drehen oder ihr baut euch einen Drehteller. Damit der Drehteller in das Lichtgerät passt, müsst ihr 2 Seitenteile bauen, auf die ihr das Lichtgerät draufstellt. Dann bohrt ihr ein Loch in den Boden und stellt den Motor des Drehtellers unter das Lichtgerät. Die Belichtungszeit hängt einerseits von der Größe der Form ab, andererseits auch von der Acrylfarbe. Beim weißen Acryl hatte ich nach 25 Minuten sehr gute Ergebnisse. Da ist die Größe der Form auch nicht so entscheidend, da die Schale selbst nach 30 Minuten nicht dicker als 1 mm wird. Bei transparenten Acrylen ist die Belichtungszeit viel kürzer. Bei mir waren es genau 3,5 Minuten. Da aber hier mehr UV-Licht durchkommt, hängt die Dicke der Schale viel stärker von der Belichtungszeit ab. Wenn euer Ohr besonders groß ist, müsst ihr dann auch 20 bis 30 Sekunden länger belichten. Und wenn die Schale farbig transparent ist, braucht sie auch etwas länger. Ideal sind etwa 1 bis 2 mm Schalendicke. Wenn die Zeit abgelaufen ist, holt ihr die Form aus dem Lichtgerät, gießt das überschüssige Acryl raus und legt die Form mit der Öffnung nach unten auf ein Küchenpapier. Das überschüssige Acryl könnt ihr übrigens wiederverwenden. Lasst die Form ruhig 5 Minuten auf dem Küchenpapier liegen, damit auch wirklich alles abfließen kann. Dann stellt ihr die Form mit der Öffnung nach oben ins Lichtgerät und lasst das Ganze nochmal 5 Minuten aushärten. Jetzt könnt ihr die Schale aus der Form rausholen. Danach die Oberfläche mit Spiritus oder Isopropanol reinigen, denn die glitschige Oberfläche kann Hautreizung verursachen. Ich habe mir dann die Schale ins Ohr gesetzt und habe eine Markierung fürs Kabel gemacht. Wenn ihr das nämlich zu weit ins Ohr reinsetzt, dann drückt es euch den Kopfhörer später aus dem Ohr raus. Gleichzeitig wollt ihr aber, dass der Kopfhörer nicht zu weit aus dem Ohr rausragt und genau deswegen habe ich mir Markierungen gesetzt. Wenn ihr die Markierung ringsum verbindet, habt ihr eine Grenze, bis zu der ihr später die Schale abfräsen könnt. Danach wird die Öffnung für den Lautsprecher und das zugehörige Kabel gebohrt. Das erste Stückchen bohrt ihr mit einem 3,5 mm Bohrer, den Rest macht ihr dann mit einem Rosenbohrer. Solltet ihr nicht komplett durchbohren können, müsst ihr noch von der Innenseite ein Stückchen entgegenbohren. Bohrt wirklich langsam und vorsichtig, die Form geht nämlich super schnell kaputt. Dann kommt noch das Loch fürs Kopfhörerkabel. Auch hier gilt, schön vorsichtig. Anschließend begradigt ihr das Loch für den Lautsprecher mit der Fräse. Achtet unbedingt darauf, dass ihr nur das Allernötigste abfräst. Danach habe ich die Öffnung der Schale bis kurz vor die Markierung abgefräst. Mit dem 60er Schleifpapier schleift ihr dann den Rest bis zur Markierung ab. Das Ganze muss aber schön gerade sein, damit die Faceplate später auch richtig drauf sitzt. Wenn alles schön gerade ist, macht ihr den letzten Feinschliff mit 800er Schleifpapier.
Dann wird das Ganze wieder gereinigt, entweder mit Isopropanol oder Brennspiritus. Die Schale muss jetzt abgeschliffen werden. Das könnt ihr entweder von Hand machen oder so wie ich mit einem speziellen Aufsatz für ein Dremel. Und wieder reinigen. Nicht wundern, durch das Abschleifen wird die Form erstmal matt. Anschließend muss die Schale von innen lackiert werden. Ich habe dazu ein Stück Knete genommen und die Schale draufgedrückt. Ihr solltet auf keinen Fall innerhalb der Bohrungen lackieren, sonst könnt ihr später die Buchsen nicht reinsetzen. Im Lichtgerät lasst ihr das Ganze dann 5 Minuten aushärten. Ich habe mich für das Drei-Wege-System mit Bassboost entschieden. Der Klang ist super gut und sie lassen sich verhältnismäßig einfach verbauen. Das Problem an den Vier-Wege-Treibern ist, dass ihr 2 Schallschläuche braucht, das heißt, ihr müsst 2 Löcher bohren, die müssen dann super klein sein. Dann müsst ihr mit Dämpern arbeiten, um den Klang einzustellen und ihr wisst erst, wie die Dinger klingen, wenn die Faceplate verklebt ist. Und wenn euch dann der Klang nicht gefällt, müsst ihr die Faceplate wieder abfräsen, alles auseinanderbauen und andere Dämper einsetzen. Und das war es mir nicht wert. Zuerst müssen die Schallschläuche an die Treiber geklebt werden. Achtet darauf, dass kein Kleber in die Lautsprecherlöcher reinkommt. Dann müsst ihr die Buchsen an die Treiber löten. Ich fand es am einfachsten, wenn man zuerst die Drähte an die Buchse lötet. Dabei muss ein Kabel an den mittleren Pin, ein Kabel an eines der äußeren Pins gelötet werden. Wenn ihr noch nie gelötet habt, schaut euch einfach ein Tutorial an zum Thema Löten. Die 2 kleinen Drähte müssen noch gekürzt werden. Um die richtige Länge abschätzen zu können, schiebt einfach den Treiber mit dem Schlauch rein. Schneidet den schräg ab, dann bekommt ihr den leichter durchs Loch. Legt dann die Buchse an und schaut, wie lang etwa eure Kabel sein müssen. Die 2 Drähte sollten lieber zu lang als zu kurz sein. Die könnt ihr nachher immer noch auf die Seite biegen. Die beiden Drähte werden nun an die Treiber dran gelötet. Je nachdem, welche Treiber ihr habt, wird das Ganze unterschiedlich angeschlossen. Auf macear.de findet ihr die jeweiligen Anleitungen. Kontrolliert, ob die Drähte fest sitzen, indem ihr ganz leicht daran zieht. Wenn ihr sicher gehen wollt, ob ihr sauber gelötet habt, schließt einfach das Kabel mit einem MP3-Player oder Handy an und checkt, ob der Sound rauskommt. Löst die Kabel danach vorsichtig wieder ab. Spätestens jetzt muss der Treiber in die Schale gesetzt werden. Wenn ihr den Schallschlauch schräg abschneidet, könnt ihr das Ganze leichter einfädeln. Schneidet dann den Schlauch ab. Lasst dabei 2 bis 3 mm außerhalb der Öffnung stehen. Danach zieht ihr den Schlauch noch ein Stückchen weiter raus. Dann müsst ihr die Filterbuchse mit der flachen Seite auf den Schlauch kleben. Dazu nehmt ihr einfach ein bisschen Sekundenkleber. Wenn der Kleber getrocknet ist, müsst ihr das Ganze in die Schale reinkleben. Nehmt dazu einfach ein bisschen Sekundenkleber, es braucht echt nicht viel. Und dann müsst ihr das Ganze sehr schnell reinschieben. Im Bild unten könnt ihr sehen, was passiert, wenn ihr zu langsam seid. Dann trocknet der Kleber auf halbem Weg und ihr bekommt die Buchse nicht komplett rein. Jetzt könnt ihr den Serumfilter einsetzen. Danach wird es nochmal ein bisschen knifflig, aber ihr müsst einfach geduldig sein. Drückt mit einem Finger den Treiber nach unten und schiebt mit der Pinzette die Buchse leicht durch das Loch. Wenn ihr nochmal kontrollieren wollt, ob alles funktioniert, könnt ihr nochmal Handy oder MP3-Player anschließen und checken, ob alles funktioniert. Jetzt muss nur noch die Buchse verklebt werden. Die Buchse sollte auf jeden Fall bis zum Anschlag durchgeschoben sein. Da mein Kleber sehr schnell trocknet, habe ich einfach einen Zahnstocher genommen und den drumherum gestrichen. Hat hier gereicht. Man kann die Buchse auch mit Kleber einschmieren und sie dann durchs Loch schieben. Allerdings ist bei mir der Kleber dann zu schnell getrocknet und ich habe die Buchse nicht ganz reinbekommen. Ich musste dann die Schale zerstören und komplett von vorne anfangen. Ob ihr gut geklebt habt, könnt ihr testen, indem ihr gegen die Buchse drückt oder einfach das Kabel reinsteckt. Damit die Faceplate nachher draufgesetzt werden kann, könnt ihr mit dem Zahnstocher die 2 kleinen Drähte ein bisschen auf die Seite biegen. Anschließend lackiert ihr die Faceplate und lasst den Lack 5 Minuten im Lichtgerät aushärten. Da die Faceplate nicht 100% eben ist, müsst ihr schauen, wie die am besten drauf passt. Danach markiert ihr das Ganze und fräst den gröbsten Rand erstmal ab. Dann wird die Faceplate wieder gereinigt. Bepinselt die Ränder der Schale vorsichtig mit dem Faceplate-Kleber. Legt die Faceplate mit der lackierten Seite auf den Teller und setzt die Schale drauf. Dann kommt das Ganze für 7 Minuten ins Lichtgerät. Da die Faceplate nicht 100% abschließt,
habe ich hier die Rillen nochmal mit Faceplate-Kleber geschlossen. Dann wieder ins Lichtgerät geschoben und das Ganze so oft gemacht, bis wirklich alle Rillen komplett geschlossen waren. Anschließend werden die Ränder abgefräst, sodass es einen glatten Übergang zwischen Schale und Faceplate gibt. Ich habe dann immer noch Rillen entdeckt zwischen Faceplate und Schale und habe diese erneut mit Faceplate-Kleber geschlossen. Mit der Fräse könnt ihr noch die Kanten leicht abrunden. Dann wird die Schale nochmal an den Übergängen abgeschliffen und gereinigt. Zum Schluss wird die Schale lackiert und im Lichtgerät 5 Minuten getrocknet. Erst die eine Seite, dann die andere Seite. Noch kurz polieren und fertig sind die In-Ears. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über ein Like von euch. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, auf eure Fragen und wünsche euch viel Spaß beim Selberbauen von euren eigenen In-Ears. Macht's gut und bis bald.